So, Leute, auf geht's jetzt. Jetzt gibt's den neuen Fischbild. Guck mal, wir haben eine Orianna, was ekelhaft ist, aber sie hat Teleport, was cool ist. Also, Fischbild, was wir machen werden, ist geheim. Es ist geheim. Ich sehe uns da, ich bin gespannt. Die Frage ist, wann kommen die CDR-Schuhe? Ich glaube, nach den beiden Ringen. Ja, wir machen also, wir sind der Herr der Tränke into der Herr der Ringe into Forrest Gump into Ryan Gosling ist hier in der Mitte. Gosling, der echte? Wow. Alle sind in der Mitte. Wow. Okay, ich baite sie. Oh no, bitte nicht. Oh, nee, Leute, ich hab... Ich, das ist, weg! Oh, jetzt muss ich echt E drücken. Wow. Jetzt hab ich E geskillt. Na toll, ich wollte eigentlich mit W anfangen. Na toll. N-A, Lücke, T-O-L-L. Na toll. Autoarmverschieber. A-U-T-O-A-R-M. S-C-H-I-E-B-E-R. Autoarmverschieber. Oh, Schieber. Schieber. Schieber meine ich. Rückenkrauler. R-U oder muss man da jetzt U-E machen? R-U-E-C-K-E-N K-R-A-U-L-E-R. Rückenkrauler. Der Xin geflasht, ey. Der hat nicht geflasht, oder? Der hat nur gedashed. Flash ungleich dash. So, das Problem ist, wenn er mit E anfängt, kann man mega langsam pushen. Und wenn man mega langsam pushen kann, dann wird man reingepusht. Und wenn man reingepusht wird, dann kriegt man auf die Nase. N-A-S-E. Nase. Das wiederum ist nicht so geil. Guckt euch das an. Gefällt mir nicht. Aber die Minions greifen sie an. Das heißt, obwohl ich sie nicht einmal angegriffen habe, hat sie schon, naja, die Hälfte von dem Schaden bekommen, den ich bekommen habe. Aber ja, ohne W hast du keine W. Yep. Ha! Haha! Gib. Oh, naja. Naja, naja. Also, immerhin habe ich ihre Q gedodged für den Moment. Ja, Leute. Aber, ich denke, ich bin hier frohen Mutes. Frohen Mutes. Guck mal, First Blood schon. First Blood mit Bunchen. Wie sieht unser Team aus? Ganz gut die eigentlich. Eigentlich sehr balanced. Oh, das ist ein Shaco. Ist das ein AP-Shaco da oben? Also, ich will jetzt kein Auge machen. Aber wäre der Shaco auf AD gegangen, wäre der Gegner vermutlich gestorben. Ein AP-Shaco hätte hier nichts machen können. Aber als AD-Variante... Natürlich ein kleiner Insider. Kleiner Gag. Ein kleiner Joke. So, wir versuchen jetzt erstmal einfach so viel wie möglich zu farmen, bis wir back gehen. Und dann gehen wir back. Und dann gucken wir, dass wir mal langsam intervenieren. Na, wir farmen einfach erstmal nur. Farmen, farmen, farmen. Na, das ist einfach mal so ein Punkt. Tobi, wie überlebe ich mit Fizz im Early Game? Just farm. Ja, und eigentlich müsste so eine Orianna, die so hart reingepusht wird, gegankt werden. Und Pantheon ist aber auch schon about. Erst einmal about Bean, muss man sagen, er ist hier. Sie hat auch Teleport. Okay, ist ein Flash. Ich könnte... Nee. Ich wollte nur mal hinflashen. Vielleicht hätte ich sie gerade töten können, aber vielleicht hätte Möglichkeit, wenn und aber. Das sind ja auch schon wieder Punkte, die grenzwertig sind. Aber vielleicht können wir immer noch was machen, vielleicht. Vielleicht gehen wir auch einfach shoppen. Vielleicht. Nee, ich würde, glaube ich, beide Ringe gerne haben. Dann wäre ich wirklich der Herr der Ringe. Just farm und sich zu Tode pocken lassen. Ja, das ist die Option auf Fist im Early Game. Aber jetzt können wir auch ein bisschen backdriven. Sie hat keinen Flash mehr. Ich will aber auch nicht unbedingt in den Türmen hinein. Wir nehmen die Xin Zhao. Ist natürlich auch sehr gefährlich. Allerdings ist Xin Zhao gerade oben. Das heißt, jetzt nachdem ihr Schild, würde ich vielleicht... Meint ihr, ich kann kompilieren? Ich kompiliere jetzt. Schön! Das war schon schön. Gut, und jetzt machen wir die Back-Right-Transformation in den Herr der Ringe. Nicht korpulieren, kompilieren. So. Und zwar. Herr der Ringe. Batz. Batz. Und ein Ward. Mann, ist das ein schöner Weg. Und jetzt gehen wir CDR-Schuhe. Und dann werden wir der mit dem aus dem Glashaus wirft. Mit dem Stundenglas. Na, 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 na. Hat sie keine Barrier? Inkorrekt. Sie hat nämlich mit Teleport. Das ist schon wieder ein Fehler. Man sollte nicht mit Teleport gegen einen Assassinen spielen. Ja? Und wenn sie teleportiert könnte, hätte sie einfach... Und jetzt können wir nämlich so machen. Jetzt lauen wir sie. Und jetzt springt er. Guter Pantheon. Jetzt springt er. Wow, dieser Pantheon. Und er lässt mir einen Kill, oder was? Wow. Wow. Love you. Wow. Wow. Ist das ein K.O. Heftiger Pantheon. Und jetzt schreibe ich Got My Honor Already. Ist das richtig? Nee, aber ist egal. Already got my honor, müssen wir mal schreiben. Aber ist gut. Ne? Wow! Jungle in Präsenz! Orianna? Ich meine, das ist nämlich jetzt, wenn ich Orianna spiele, passiert genau das.
Und wenn der Gegner Orianna spielt, passiert das ihm nicht normalerweise. Aber diesmal passiert es auch genau ihm das. Deswegen spielt kein Orianna. Du pushst, du tötest den Gegner und dann kommt der Jungle und tötet dich. Abidi, abidi, babidi, babidi, boo. Snibbidi, 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 snap. Und jetzt warden wir. Wir machen ein offensives. Wir wollen wieder den Vision Score knacken. Batz. So, die Frage ist, wie worth ist es, sie zu fighten? Sie ist nämlich A, auch der Herr der Ringe. Und B, da war ein Kontrollwirt. Müssen wir gleich klären. Und B, naja, sie ist 0-2. Sie gibt kein Geld mehr, though. Sie gibt kein Geld mehr. Und wir müssen auch meine Ults. Letzten Fistgame waren die richtig Banane. Die Ults müssen jetzt sitzen. Aber will ich, dass sie auf ihr sitzen? Das ist die Frage. Es könnte sein, dass sie jetzt das verteidigen will. Das Wort habe ich nur gemacht, damit sie weiß, dass ich sehe. So, wir könnten jetzt quasi... Ja, machen wir auch. Wow! Zack, da ist er! Da ist er! Da ist er! Ich habe noch eine W. Und noch ein... Batz! Batz, 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 Batz! Schön! Schön, nett und cool. Das war schön, nett und cool. Das ist die NSC-Kombination. Die schön, nett, cool Kombination. Das ist eine sehr mächtige Kombo. Guck mal, er lässt mir alle Minions. Ja, okay, einer hat er genommen. Wow! Ist das ein GAU! Guck mal, das ist Le Jungle Presence, Leute. Aber natürlich muss man sagen, Pantheon ist natürlich ein Turbo-Jungle im Early Game. Und wird im Late Game vielleicht ein bisschen schwächer. Aber es ist gut. So, und wir haben natürlich jetzt auch Daxil-Stackies. So, und jetzt ein schönes... Jetzt die CDR-Schuhe. Ich bin mir nicht 100% sicher, wie gut das wirklich ist. Man muss jetzt... Wir nehmen die jetzt auseinander. Also das ist der Bild von Kurian Mangofisch. Ja. Oder es waren einige gerade tatsächlich. Der Vorteil an CDR-Schuhe ist natürlich der. Wir nehmen alle Vorteile. Schuhe sind super günstig. Ja, die kosten 200 Gold weniger. Super günstig. Bam. Punkt 2. Spell Summoner Haste ist richtig cool, weil Flash auf Fist ist GG. Mehr Flash, mehr Flash. Ja, und CDR ist natürlich auch cool. Und man hat, ich denke auch ein wichtiger Punkt ist, dass man jetzt einfach sehr früh, sehr günstig, sehr viel Movement Speed bekommen hat. Ich meine, da war dreimal sehr drin. Sehr ist ein sehr starkes Verb. Adjektiv. Nominativ, Omen. Ein Gaming-Rechner, was auch immer es ist. Ja, also es ist sehr. Ne? Das heißt, was wir jetzt, ich würde sie, naja gut, wir haben Daxil, aber ich würde sie eigentlich nicht nochmal töten wollen. Jetzt zum Beispiel mit Schuhe kann ich einfach auf sie zulaufen, vermutlich. Xeo! Wow, diese Ultimate! Wow, wer bin ich? Und was ist dieser Camp? Ich muss ihm jetzt aber sagen, thanks, Punt. You are my hero, but now help top or bot. Wow! Das hier ist doch nicht echt, das Spiel. Das ist doch gekauft. Das kann ja nicht sein. Gut, aber auch alle Ults bisher gelandet. Aber es ist auch nur Orianna, ne? Orianna, Orianna, Orianna. Die ist halt einfach... Oh, was ist denn hier los? Oh, den töten wir jetzt auch. Betz! Zwepp! Naja, ist leider gestorben, aber ich denke, es war trotzdem gut. Gut. Ich meine, bringt mir so früh Ability Haste was? Nicht so richtig. Aber wenn ich natürlich jetzt gleich das Stündenglasi-Blasi baue. Wir könnten natürlich jetzt auch... Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal Mesh-Eis, oder? Schönes Mesh-Eis. Ich würde sagen, wir pushen hier durch. Tun so, als würden wir sie angreifen. Machen wir gar nicht. Ist ein Quatsch. Ist ein Prank. Machen noch ein bisschen Schaden. Und jetzt... Nein, ich würde schon gerne... Oh, bitte nicht ulten. Aber ich habe CDR. Du kannst mir nichts. Dann gehen wir jetzt mal... Okay, jetzt. Major. Ich denke, ich muss dir ein Major-Eis geben, oder? Oder ist das Quatsch? Gefährlich. Gefährlich, gefährlich. Sonne, Mond und Sternlicht. Okay. 1600? Hat das gerade 1600 gekostet? Nee. Ah, insgesamt. Aber das ist, glaube ich, teurer, oder? Weiß ich nicht. Okay, und jetzt müssen wir natürlich Sonias kaufen. Das natürlich, hier muss man sagen, ist die Idee, wenn man wirklich Magi-Stacks bekommt, dann macht natürlich Stundenglas First absolut Sinn. Magis und Stundenglas ist wie Pizza und Döner. Lass ich einfach mal so stehen. Gut. Okay, wir müssen jetzt nur gucken, dass wir Impact auf den anderen Lanes haben. Aber deswegen habe ich auch gesagt, Pantheon soll jetzt woanders hingehen, dass er nicht nur, dass nicht die ganze Carry-Verantwortung in meinen Augen ist. So, wo gehen wir hin? Botlane? Toplane? Toplane. Es ist halt Shaco. Shaco zu töten. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir unsere Stacks nicht verlieren. Das ist wichtig. Es könnte sein, dass Chinchao jetzt hier im Jungle rumkompiliert. Das heißt, wir könnten eine Intervention starten, um ein Arrangement in Auftrag zu geben. Das muss aber gucken, weil Orianna gerade... Oh ja. Wow! Er darf mich nur nicht weghauen. Wir müssen nur gucken, dass er... Weil Orianna kommt gerade. Okay, er hat geflasht und Orianna kommt von unten. Ja. Und jetzt verliere ich meine Stacks nicht. Doch, tue ich.
Immerhin hat Zensau das Gold bekommen. Ich glaube, der kann. Naja, gut, es wäre vielleicht gut, wenn Orianna es bekommen hätte, weil sie dann wieder Geld wert wäre. Aber für sie wäre das Gold natürlich viel wichtiger gewesen. Ja, also einige. Also, Meta-Denker würden jetzt sagen: Yo, Meta ist Fluch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin so schockiert, mir fehlen die Worte. Und jetzt geht's nämlich about to be going down. Okay, wir müssen uns konzentrieren, Leute. Man kann mal, es kann mal passieren, aber hätte nicht. Erstens, hätte nicht. Und zweitens, Stacks kommen und gehen. So ist das im Leben. Andere Champions haben auch schöne Stacks. Deswegen wollen wir uns jetzt Toplane. Allerdings ist das schon. Ne, wir holen uns jetzt Botlane. Ich bin schnell. Ich bin schnell und cool und nett. Ich komme direkt Botlane. Und da ist auch Drake. Wen haben die? Pike. Und Käsekaiser. Der Käsekaiser und Pike. Da sehe ich uns. Mich und uns. Ich hoffe, sie läuft jetzt nicht noch hier an. Nein. So, haben die hier Vision? Weiß man nicht. Pike ist hier. Haben die hier Vision? Weiß man auch nicht. Hier. Ha! Geprankt! Ich bin einfach ein Prankster! Ich bin einfach ein richtiger Prankster! Habt ihr's? Hat sie gerade meine 4 Stacks eingesammelt? Wow. Aber ich habe so getan, als würde ich auf Käsekaiser gehen. Und dann habe ich aber nicht auf Käsekaiser gegangen. Ja. Okay, da kommt eine Ultimate. Ist aber ein bisschen greedy, weil wir nicht wissen, wo Chen Chao ist. Gut, wir können jetzt schon... Ach, scheiße, ich habe den Itembild ein bisschen verkackt, glaube ich. Weil ich kann mir jetzt kein Sturmglas kaufen. Also die Stopwatch. Das ist ein bisschen schlecht. Da habe ich ein bisschen nicht nachgedacht. Das ist ein bisschen schlecht. Vielleicht können wir es ja in 1 kaufen. Vielleicht kill ich ja jetzt einfach 3 Gegner. Ja, wie sieht's bei ihr aus? Sie hat einen Kill. Wen hat sie denn gekillt? Ach, Pantheon, glaube ich, ne? Oder? Saus in der Mitte. Da kommt allerdings, ich habe halt keine Ult, aber der läuft da jetzt richtig straight rein. Wir müssen auf die Orianna-Ult aufpassen. Genau, da ist sie nämlich. Schön, 500! Ein 500-T! Nur nicht mich töten. Nee, raus, 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 nicht raus, rein, rein. Ich habe 6, okay. Und jetzt noch 400 Gold, meint ihr, oder ist das crazy, Swayze? Guck mal, 6, 6 sind wieder da. Ich könnte, boah, 400 Gold, dann könnte ich mir direkt Schwimmglas kaufen. Sie hat natürlich Bock auf mich, weil sie sieht, ich habe wenig HP. Da geht ihr Bockometer richtig hoch. Und Smike ist auch da. Magic Mike, Spike. Da wird sie jetzt auf jeden Fall was machen. Okay. Ja, Mann, nee. 200 Gold. Ich könnte hier eine Ult machen. Wenn... Frado! Oh nein, nein, Colorado. Okay, da ist... Oh, Leute, hier sind 3 Leute. Gar nicht gut. Oh, was ist hier los? Leute, wieso ist Pike die ganze Zeit in der Mitte? Kurze ehrliche Frage. Mann, mir fehlen 100 Gold, 200, 150. Immer diese Supporter, die nonstop in der Mitte sind, ne? Die werden alle reported. Ganz ehrlich, sie hat keinen Mana mehr, aber ich habe kein Leben. Und es könnte sein, dass hier Chin noch ist. Deswegen müssen wir mal kurz das Safe runterspielen, bis wir Sturmglas haben. Und danach kommt Leandiris tatsächlich. Leandiris, Leandiris. Mann, kann ich jetzt mal bitte weggehen, ey? Das nervt doch, Mann. Fuck. Komm schon. Oh, wow, dieser Fiss. Ehrenretter-Fiss. Ehrenturmretter-Fiss-Skin. Manometer. Wow. Okay, gut. Item ist fertig. Schön. Jetzt können wir auch ordentlich Stacks sammeln. Ist natürlich, letztes Mal muss man es besser machen, ohne das Zwischenbuch. Dann hätte ich auch zwischendurch shoppen gehen können. Gemerkt, notiert, abgespeichert. Sehr gut. Und jetzt, okay, was machen wir? Wir müssen, naja, wer kann das Game von den carryen? Orianna? Der Käsekaiser. Die beiden sind die Carry-Potentials. Ja, ich will jetzt nichts sagen, aber Apishaku, ich glaube nicht, dass der hier... Also, der wird nervig. Mal 1000. Nervig mal 1000, ja. Aber sonst? Sie hat schon immer Frost. Ja, wir haben halt keinen Mythic, ne? Und ich weiß nicht genau, was jetzt Leandris machen soll. Wenn wir jetzt Leandris kaufen, wofür ist Leandris da? Für Ability Haste? Für Ability Age vielleicht? Oder weil einfach die anderen Items zu schwach sind? So, wir roamen jetzt direkt. Wir müssen mehr roamen. Sieht aus wie eine Falle gerade hier. Der will ja nicht alleine gegen mich fighten wollen, oder? Der baitet doch. Das
sieht man doch, dass es hier ein Bait ist, oder? Aber die wissen natürlich, dass ich jetzt nach unten war. Deswegen gehe ich nach oben. Aber weil sie dann denken, dass ich nach oben gehe, gehe ich doch nach unten. Und jetzt wissen sie, dass ich nach unten gehe. Und deswegen gehe ich nach links. Und weil er jetzt denkt, dass ich nach unten gegangen bin, aber links bin, kann ich jetzt nach unten gehen. So klug. Wow. Und jetzt sind wir alle unten. Jetzt gehe ich einfach hier hin. Laufe so und werfe die Ult nach links. Fap! Wow! Heftigster Fistspieler. Und weil ich Stundenglas habe, gehe ich jetzt einfach hier hin. Und mache jetzt Q. Drücke so und flash da raus. Fragwürdig. Fragwürdig. Aber ich habe auch gedacht, dass ein bisschen, aber vielleicht war es auch einfach keine gute Idee, dass ein bisschen Hilfe kommt. Leute, ihr werdet alle sterben. Geht da raus. Ihr werdet alle sterben. Weil jetzt geht natürlich... Alle Gegner kommen jetzt nach unten. Alle. Das ist gut. Das ist gut. Alle Tower Dive und alle sterben. Wir werden leider nicht full live. Ist ein bisschen unglücklich. Guck, 10 Stacks, Leute. Da sind sie. Da sind sie. 10 Stacks. Jetzt sind wir auch ein bisschen schneller. Ein bisschen mehr Damage. Ba, 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 ba. Gut, und jetzt haben wir nämlich auch Damage. Wir haben zwar Stundenglas, aber haben... Das Problem ist natürlich hierbei... Oh, schön, 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 Dachs. Das Problem hierbei ist natürlich, wenn wir nicht gut im Game sind, haben wir kein Damage. Wow, er sieht mich nicht, ich bin unsichtbar. Wie bei hilft mir. Oh, Pike, du geile Sau. Du bist tot. Shenya. Ja, 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 ja. Wir bleiben einfach hier, das ist der unsichtbare, unsichtbar Busch. Oh, da kommt ein Käsekaiser. Passt auf, Leute, wir machen den überspringenden. Ah, nichts, Thrawn. Ich habe keine Ult. Danke dir, Shenya. Ridium Leviosa. Okay, jetzt, wir sind unsichtbar, Leute. Wie ein Assassin, das es sein muss. Wir haben nur keine Ult, ich weiß nicht. Ja, wir können nerven. Danke dir, Shenya. Ehre. Wir gehen einfach farmen. Lass uns einfach farmen. Swap. Swap. Swap, 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 swap. Aber immer noch die Frage, was bringt es mir jetzt, Leonis zu bauen? Es gibt mehr Ability Haste. Das ist cool. Es gibt mehr Damage. Das ist cool. Und es gibt mir den Burn. Der ist, ja, ich weiß nicht, wie gut ist der Burn of Fizz? Naja, ist nett. Aber ist er gut oder ist er nur nett? Ja, er gibt Mana. Mana ist halt auch cool, aber ich habe es bis jetzt auch ohne Mana ausgehalten. Also brauche ich unbedingt Mana, die Frage hier in den Raum geworfen. Ich nehme die Frage und werfe sie in den Raum. Man könnte jetzt auf ihn drauf rein brainstormen oder kompilieren. So, ich muss auch noch nicht shoppen. Wir shoppen erst, wenn wir... Naja, also ich könnte jetzt shoppen. Was ist denn das für eine Kette? Verdant Barrier? Wow, das ist ja mega günstig. Wow, aber auch nur, weil ich so ein Buch schon habe. Okay. Ein Wort hier. Ein schönes Deep Wort. Da oben ist... Boah, ich merke auch, dass ich einfach so schnell bin. Liegt das an den Boots? Nee. Naja, weiß ich nicht. Aber ich hatte sie halt sehr früh. Daran liegt es vielleicht. Ich muss schnell zum Team. Bin unterwegs. Bin unterwegs. So, da können wir... Oh, das wird ein richtiges Festchen. Oh mein Gott, wird das ein Fest. Na, 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 Budapest. Sterb bitte, sterb bitte, sterb, sterb, sterb. Oh, das stimmt. Das war ein bisschen übermotiviert, glaube ich. Aber es ist okay. Lieber übermotiviert als untermotiviert. Schöner Kill, sag ich da. Schöner Kill. Omega schön. Monster schön. Gut, und jetzt? Wieso wählst du das überhaupt? Die haben nicht mal Tanks. Naja, das ist der Korean Build. Der Korean Build sagt, Leander's Fizz. Und die bauen das immer. Die bauen das immer. Einfach straight. Einfach straight und immer. Straight und immer. Das ist die Aussage hier. Ich meine, außerdem muss man sagen, Leander's ist tatsächlich... Zwar denken die Leute, das ist immer ein Tankburn-Item, aber so ist es nicht unbedingt. Weil eigentlich ist dieses Item gerade gut gegen Nicht-Tanks. Denn Tanks, ich meine, okay, man muss halt folgende, wir müssen ein paar Dinge klarstellen, bevor wir das so stehen lassen. Wir haben hier Magic Percentual Penetration, was gut ist gegen Tanks. Aber, wenn man, nehmen wir einfach mal das alte Leander's. Das alte Leander's gegen Tanks. Natürlich ist das nicht schlecht, keine Frage. Aber der Burn macht an Squishies, die keine Magieresistenz haben, True Damage mehr oder weniger, wenn man ein bisschen Magic Pen hat, so Magic Pen Schuhe oder sowas, oder ein Void Step. Und an Tanks macht es halt mega den reduzierten Schaden.
Ne, du machst vielleicht einen Burn von 60. Es wird aber durch Magieresistenz so krass runter reduziert, dass da nur 20 oder so durchkommen. Das muss man stets berücksichtigen. Natürlich hier, wie gesagt, bei diesem hier hat man noch prozentuale Magic bei Nedrasion. Ne? Aber gut. Gore-Drinker-Fizz. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt was mit Tankmeter zu tun hat. Ich denke, es hat einfach was mit zu tun mit... Passt auf, Leute. Naja, schade. Ich dachte, die kommt nochmal. Wollen wir sie fighten? Weiß ich nicht. Sie ist 1,5. Ich gehe, glaube ich, lieber zum Team. Das macht mehr Sinn. Allerdings ist mein Team tot. Was weniger Sinn macht. Ich weiß auch nicht, wie gut wir ins Late Games gehen. Pantheon ist halt leider voller AD. Ich liebe ihn zwar, weil er mich fett gemacht hat, aber jetzt muss ich auch carryen. Und wenn die alle sterben, ist das schwer. Ich brauche ein neues Control Ward auch noch. Ne, hier, Leute, kein Greed. Wir machen kein Greed. Greed is not good. Kein Greed. Wir wollen unsere Stacks behalten. Wir wollen Stacks. Wir wollen Stacks. Wir sind halt auch relativ safe mit diesem frühen Stundenglas. Ne, Loons habe ich auch fest. Wie gesagt, das ist so ein Korean-Build und da spielen einige. Leandis ist halt gerade, weil auch einfach... Ich denke, das hat weniger was mit Leandis zu tun, sondern einfach nur das Proto-Belt und Rocket-Belt und Mega-Belt und Night Harvester genervt worden sind. Ich glaube, das ist so der einzige Reason behind. Ja. Leute, ich bin Fizz. Was willst du machen? Frage ist, will ich hier engagen? Will ich ein 1v2? Könnte gehen. Aber nur könnte. Ich will auf jeden Fall den Käsekaiser töten. Soll ich hier engagen? Wenn Pantheon da wäre, wäre cool. Wir haben halt schön viel AP. Damit können wir richtig schön hier die Minions töten. Und Blubber haben wir auch. Ba-ba-ba-da-ba-da. Doop, 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 doop. Bats, 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 bats. Also ich denke, wenn dann... Also es gibt auch viele Champs, nicht nur Fizz, die gerade auf Leandis überspringen. Ich denke, wenn das dann Daenerys wahrscheinlich auch nochmal genervt wird oder die anderen halt vielleicht nochmal gebufft oder was weiß ich, dann... Vielleicht schlüpft er nochmal rein. Oder er schlüpft jetzt von unten lang bestimmt. Aber er hat mich nach unten gehen sehen. Wir halten ihn so ein bisschen weg vom Buff, vom Dragon. Das ist alles, was ich mache. Ihn vom Dragon weghalten. Ich bin der Dragon-Weghalter. Wow! Und jetzt machen wir so. Und jetzt machen wir so. Und jetzt machen wir so. Und jetzt müssen wir nur kurz zurück. Ich will nicht sterben. I don't wanna die. Ich dodge das. Okay, macht auch nicht. Fisch, Fisch, Fisch! Fisch, Fisch, Fisch! Sehr schön. Ich würde mich... Und wir haben jetzt auch weniger Flash-Cooler. Das heißt, wir können jederzeit Flash-Mail bekommen. Ich würde hier zum Beispiel einfach... Nee, muss ich nicht. Ich würde ihn aber... Oh, das war... Oh, das war... Sorry, ich schreibe ein Sorry. Das tut mir wirklich... My brain was off. Das war wirklich... Das war schon... Jetzt ist die Frage, steigt ihr drauf ein? XD ist gut. XD ist gut. Sehr gut. Leute, wir haben uns gemerkt, XD ist gut. So, hier. Ultimate. Ich werde sie treffen, ich werde sie treffen. Bam! Wow! Dieser Fischspieler! Und das ist natürlich der Hardcount, aber sie ist jetzt trotzdem hier und wird jetzt an die Wand gepinnt. Oh, 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 oh. Und sie lebt? Ich bin tot? Hä? Das ist nicht so geil. Okay, wir haben Leandis fertig. Gut, okay. Hätte Leandis hier Orianna gekillt? Nein. XD ist gut. Ist gut. Gut, okay. Und was kaufen wir jetzt? Lichbane war es, oder? War es Lichbane? Ich glaube Lichbane. Lichbane it is. Lichbane it is. Mein Lichbane ist halt einfach stark, obwohl es schon 500 Mal genervt worden ist. Wo war dein Flash? Ja. Zamui. Saramui, Saramui, Saramui. Wo warst du heute Morgen? Ha? Das ist doch die Frage. Gut. Wir haben 14 Stacks, was noch okay ist. Wir haben Stundenglas, was noch okay ist. Wir sind halt in diesem Game sehr fett. Jetzt kann man sagen, ja, wir sind wegen diesem Bild fett, aber... Nein, wenn man mit Fizz fett wird, ist man meistens fett. Egal, was man baut. Oder ist das eine Lüge? Ich bin ja jetzt auf jeden Fall... Oh, Leute, okay, wir müssen uns mehr konzentrieren, sonst wird das hier nichts. Und Pantheon, ich will es ihm nicht vorschreiben. Er muss Tank gehen, weil... Haben wir keinen Tank? Haben wir keinen Tank. Ohne Tank? Kein Tank. Okay, was können wir machen, um das Game zu gewinnen? Drache wäre cool. Wir haben mega wenig Ultimate-Cooldown. Ich glaube, ich habe bisher alle getroffen, so ziemlich, oder? Vielleicht habe ich mal einen daneben geschossen, aber so ziemlich. Keine dummen Moves und der Control kann ich nicht mehr kaufen. Mist, aber ein schönes Watch stellen irgendwo. Da? Swimmingly. Leute, 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 ich bin Fizz, der Unsterbliche. Und jetzt so, und jetzt so, und jetzt so, und jetzt so, und jetzt so. Den nehmen wir nicht.
Für solche Fälle ist natürlich schon das cool, aber das hätte ich dann jetzt auch so oder so gehabt. Wenn ich, auch wenn ich Brotobelt oder Night Harvester oder was auch immer gebaut hätte. Schön. Hat Night Harvester oder hat Leandis da gerade reingebürstet? Ich meine, wenn Pike überlebt hätte. Ich meine, Leandis. Oh, no. Springt sie? Wenn sie überlebt hätte, der Pike überlebt hätte, dann, weil ich Leandis hatte, oder? Mit zum Beispiel Night Harvester wäre er da gestorben. Oder nicht? No! Oh, Glück! Wow! Almost got outplayed by this Taunty. Wow, so close. Die fighten da. Muss ich da hin? Ich habe echt wenig HP und so. Gibt's hier Bananen? Okay, Baron haben wir. Das ist schon mal nicht schlecht, aber... Ja, gefeedete Vayne ist definitiv nicht schlecht. Vor allem mit einer Lulu zusammen. So, wir machen jetzt noch Blue... Wie viel kostet denn Lich Bane? 2, 3. Boah, das ist teuer. Dies ist teuer. Also ich muss sagen, dass man so viel CDR hat, fühlt sich schon cool an. Wobei ich ja meistens schon... Ich baue sehr viel, sehr gerne CDR. Allerdings muss ich, um an diese CDR zu kommen, immer diesen Motor bauen. Diesen Motor halt, keine Ahnung, wie der heißt. Der kosmische Drive. Und so kann ich halt coole Items bauen. Also zum Beispiel... Ich glaube, bei Leandis geht es einfach nur um die Ability Ace, I think. Ich meine, wenn man schon CDR-Schuhe baut, it is like that, I think, only. This is the only reason. Und Ultimate, komm. Hat eh keinen Cooldown, oder? Oh, shit. 2-3. Ja, kriegen wir noch 2-3 oder soll ich mal shoppen? Oder Flas verkaufen? Drache kommt bald. Ist der letzte. 40 Sekunden. Eigentlich muss ich shoppen. Oh, eine Wave noch. Eine Wave noch. 3-1-3, Wayne. Die hat auch noch nicht viel gesehen vom Game. Aber ist okay. Kein Auge. Kein Auge. So, Kanone. Du gibst jetzt Geld. Mach den Kanonen Geld-Attacke. Ja. 50 Gold fehlen. Shit. Wenn ich jetzt in der Base 50 Gold war, dann kann ich auch noch hinmoven. Ah, Leute, Leute, Leute. Ich meine, wenn Pantheon tot ist, können wir eh keinen Drake mehr machen, oder? Oder? Ja, shit. Ich meine, Burn ist cool. Ich habe damals Deathfire Grasp mega geliebt. Mega geliebt. Ja, das ist... Ja, ich kann jetzt pushen, weil die jetzt für Drake gehen tatsächlich. Das kann ich machen. Ich kann jetzt wirklich pushen. Das war natürlich auch meine Intention. Ich habe halt leider noch keinen Lich Bane, sonst könnte ich das Ding richtig wegslappen. Slabity, 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 slap. Go, 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 oh, go, go. Wenn ich den Tower kriege, ist das auf jeden Fall worth. Auch wenn wir den Drache. Ich meine, es ist eh nur ein Erdrache, ne? Es ist nur ein Erdrache. Wow, dieser Fischspieler ist ja wohl der beste, den es gibt. Wow, wer ist der Fisch? OMG, wer ist dieser Fizzy? Okay, jetzt muss ich nur smart sein. Okay, danke dafür. Gut, ja. Mhm. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Kann jemand die Oboje spielen? Einmal die Oboje. Lap, dap, da, 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 es könnte sein, dass Pack noch kommt. OM fucking G. Schön. Ja, schön, Leute. Das ist eben 3000 Feuer und Gold. Das ist halt CDR, Leute. CDR ist CDR. Deswegen spiele ich auch so gerne CDR. Deswegen mache ich auch Lich Bane nicht, weil da die CDR entfernt worden ist. Gut, was bauen jetzt? Magic Pen, I think, oder? Legends Item, Magic Pen. Magic Ben, Magic Sven. Und dann sind wir fertig. Oder ich könnte nochmal den ganzen auftoppen mit einem Cosmic Drive, aber ich denke nicht. So, wir haben 70 CDR. Das sind ungefähr genau 40%. Ohne Inhib ist gefallen. Ja, Pogo Nation Donation. Das hatte CDR? Ja. Also, Lich Bane hatte immer Sheen mit drin und Sheen hatte CDR. Immer schon. 10%. Das ist jetzt nicht mehr drauf. Ja, Rabadons fehlt auch, muss man tatsächlich sagen. Also, ich denke, in vielen Spielen wird man halt irgendwann sterben. Dann könnte man Magis verkaufen. Für Rabadons. In diesem Game... Schwierig. Leute, der Pantheon ist ein... Ich will kein Auge machen, aber ein bisschen am Ende ist er schon, ne? Oh, wir haben keine Flashbots mehr. Mist. Das ist natürlich offensichtlich. Leute, Guys, wir müssen uns ein bisschen reduzieren. Guys. We need... Oh, Leute. We need to... Hallo! Ah, we need to stop going solo. Die Vayne ist nicht schlecht, aber Leute, ne? Ich meine, es ist zum Glück nichts da gerade. Wollen die mich diven? Könnte sein. Glaube nicht. Könnte sein. Doch, könnte sein. Glaube nicht. Ich habe Stundenglas und Ult. Gut.
Also, ja, es ist schwierig, weil die Leute ein bisschen am Ende sind, ne? Ein bisschen. Also Pantheon vorsichtig. Ich bin natürlich mit Ehre geprägt und würde ihn trotzdem honoren. Das habe ich gesagt, auch wenn er komplett reinzackt gerade. Ehrenwort ist Ehrenwort. Aber, hallo Saskia, how welcome. So, was machen wir jetzt? Ja, das könnte was werden. Hier wäre Press the Attack cool, aber ich habe Liandus. Okay, schon los. Hallo, hallo. Okay, wie kommen wir raus? Renn, renn, spring, spring, spring. Ah, ja. Ja, ich muss aufhören, mit Pantheon zu laufen. Ich meine hier, aber immer, also Pantheon ist einfach nonstop tot, Leute. Und deswegen baut man Tank. Leute, okay, das ist, wer ist das, Gemill? Den richtigen, das ist der falsche, das ist der richtige. Da ist der richtige. Ich habe direkt gesagt, dass das der richtige ist. Da, der da, den, Fokus den. Mann, Leute, ja, Pantheon. Ich will ihm jetzt aber auch nicht sagen, dass er Tank gehen soll. Das ist immer so, hat so Fadenbeigeschmack, so. Aber er soll Tank gehen. Wie sage ich ihm, dass er tanken soll? Er wird eh nicht. Und die Frage ist, wird er auf mich hören? Das ist halt, macht gar. Deswegen, Leute. Tank-Design ist OP. Ah, Full-AD-Design? Okay, Leute, was ist die Technik, um es ihm zu sagen? Ich mach einfach. Passt auf. Ich sage, Camille ist ja eh schon ihr Item am Bauen. Und Pantheon baut jetzt ein neues. Das heißt, ich sag jetzt, can Camille or Pantheon, damit meine ich aber nur Pantheon, go a little tanky? Ist biddle ein Wort? Biddle little. We are so squishy. So, das ist kein Front an niemanden, sondern einfach nur eine Operation, mach Pantheon tanky. Wir werden sehen, ob es klappt oder nicht. Go tank your feet anyways. Ja, scheiße. Shaco ist schwer zu töten, aber wenn ich einmal... Er kann halt meine Ult dodgen. Oh shit, er hat mich gesehen. Nein, er hat ihn vertrieben, weil er dahin gelaufen ist. Aber ich meine keinen Vorwurf, das war einfach... Flash war ein bisschen ballsy, aber ich denke, das klappt. Liandus, los Liandus, mach was du kannst. Mach was du kannst, mach was du kannst, mach was... Ich hab noch keinen Schwung, lass jetzt erst 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, ich bin tot. Alle werden sterben, ich bin auf jeden Fall tot. Jeder wird sterben, ich bin tot, wir sind alle tot. Ja Leute, unsere Teamfights sind richtig, aber okay, Camille war auch nicht da. Camille war nicht da, Pantheon ist ein Vasenmann und ja, schwierig. Stacks sind jetzt auch, naja, wir haben noch 10. 10 ist so das okayest-Mum. Man will mindestens, also die Vanilla hier, die haut schon rein, die Vayne. Vanilla Vayne. Ja, ich meine, immerhin haben wir einen Midlane-Inhib. Das ist ja nicht ganz verkehrt, oder? Aber wir tun uns echt schwer, Leute. Und man muss sagen, Chin Chao. Guck mal, Leute. Was ist der Unterschied zwischen Chin Chao und Pantheon? Ich werde nicht Pantheon haten, weil ich habe gesagt, er ist Ehrenmann. Ne? Ich werde das, aber... Er ist Full-Tank, er ist mega useful. Er ist eine Vase. Es sind quasi identische Champions, so. Es sind beides Champions, die sehr stark im Early-Game sind, sehr scheiße im Late-Game sind und so Engage-mäßig ohne wirklich viel CC sind fast identisch. Und man sieht einfach, Xin Zhao ist unglaublich krass schwer zu töten. Macht vielleicht nicht so viel Schaden wie Pantheon, aber das ist egal. Weil A, Pantheon stirbt in einer Sekunde und ist tot, macht auch keinen Schaden mehr. Und Xin kauft halt fürs Team, darum geht es ja bei Tanky sein. Er kauft so unglaublich viel Zeit, dass wir alles, was wir haben, auf ihn draufhauen müssen. Und danach killt uns das gegnerische Team einfach komplett. Ich bin immer ein Fan solcher Champions. So Bruiser-Champions wie Camille, Pantheon, dieses ganze Zeug. Man muss nicht Full-Tank gehen, aber so Off-Tank. Das heißt, so ein... Keine Ahnung halt. Irgendwelche Sterax und so ein Quatsch halt. Okay, Shaco kommt. Ah, aber er ist gesaunt, er ist gesaunt. Ist okay, passt. Ulti hat eben, wir haben so viele Erdrachen. Das macht eh keinen Unterschied. Das ist geflogen, wie gefischt, wie gefangen, wie geworfen. Wie getaked, wie genommen. Und beide haben einen Speer. Ich meine, gibt es noch krassere Näherstellungen hier? Ich glaube nicht. Und wir müssen jetzt gucken, dass das Wichtigste ist, dass wir halt nicht enden. Wir haben, ich glaube, wir sind jetzt nicht so oft unnötig gestorben. Bestimmt war mal ein Tod dabei, jetzt gerade zum Beispiel, der war vielleicht ein bisschen greedy, aber hier werden wir nicht sterben. So, wir sind aber auch echt schnell, habe ich das Gefühl, oder? Aber so schnell bin ich gar nicht. Ich bin 480. Woher habe ich so viel Movement Speed? Naja, gut, Lich Bane macht mich schnell. Das ist halt schon cool, ne? Aber... Ich bin echt schnell. Woher? Warum bin ich so schnell? Frage. Warum ist... Tobi hat Schuhe von Deichmann gekauft.
Warum ist Tobi so schnell? Tank Design? Er killt mich. Oh, hier sind noch zwei. Leute. Leute! Leute, Leute! Wow, okay. Hier, er ist halt broken. Ich meine, da habe ich jetzt auch ein bisschen reingesackt, gebe ich zu, aber er ist broken. Ich dachte, das wäre ein Mate von mir, dass wir zu zweit auf den Sauer gehen. Aber es war eine Lüge. Es war die größte Lüge, die es gibt, aber wir gewinnen gerade. Ist okay. Also im Late Game, und da habt ihr auch. Ja, also weiß ich, ich glaube, da kann ich auch mit Leandis nichts machen. Nada. Auch er, kein Tank, tot. Der einzige Tank ist der. Und der, guckt euch das an, der macht auch mega viel Schaden. Gibt jetzt zwar, weil Camille und Vayne beide broken sind, aber. Was haben wir gelernt? Gehst du Tank, bist du Tank, hast du gewonnen. Sollen wir müssen nochmal gucken, ob Pantheon hat der. Meint ihr, der hat noch ein Tank-Item gebaut? Ich hab's nicht mehr gesehen. Meint ihr? Ich glaube nicht. Aber vielleicht, ich muss ihn jetzt zondern, weil ich gesagt, er ist sogar Pantheon Airline. Ich glaube nicht. Plus 17. Ah. Nee. Außer Spitzhacken zählen als Tank. Okay, also die Frage ist, wie war der Item-Build? Early Game hat mega gut geklappt. Natürlich, das Early Game hat überhaupt nichts mit dem Item-Build zu tun, weil wir da nichts hatten an Items. Ich denke, frühe Stunglast kann cool sein, aber dann muss man, wenn man richtig behind ist, naja, dann ist es auch nicht so schlecht, weil man dann stirbt man wenigstens nicht öfter, ne? Muss man definitiv nochmal testen. Ich weiß nicht genau, was ich von Leandis halte. Ich hab das Gefühl, Leandis ist ausschließlich für die Ability Haste da. Oder vielleicht, dass man auch zusätzlich genug Mana hat, ständig zaubern zu können mit der Ability Haste. Ich glaube, der Burn-Effekt ist jetzt nicht so cool. Ich meine, die letzten Teamfights waren alle nicht mehr so geil, aber ich denke, da kann man nicht so viel mitmachen. Ja, also könnte man, wenn man jetzt wirklich für die Ability Haste geht, halt auch Night Harvest eventuell gehen. Da hätte man mehr Schaden, halt weniger Mana und den Burn nicht. Aber der Burn macht natürlich auch guten Schaden, so ist nicht, ne? Und man hätte auch noch Loons, aber Loons hat, glaube ich, nicht so viel Ability Haste, das wird genervt. Gut, aber ansonsten, das muss man definitiv nochmal testen, war nicht so verkehrt. Ich habe manchmal Press Attack definitiv vermisst, muss ich auch sagen. Aber gut, schön.